So, nach diesem kurzen Nickerchen geht's weiter. Hat gut getan. Ups. Ja gut. Das machen halt Katzen. Man kennt ja nicht anders. Wait, da brauchen wir irgendwie noch ein schönes Foto. Irgendwie so. Muss manchmal sein für ein Thumbnail. Können wir da nicht hoch? Sieht so schwer danach aus, dass es möglich wäre. Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Oder auch nicht. Und sollen wir von hier was sehen können? Aha, okay. Da haben wir einen versteckten Tresor gefunden. Ich bin schlimm. Heilige Scheiße. Wähle Gegenstand zum Verwenden. Okay, wir brauchen irgendeine Kombination. Oder? Nee, irgendeinen Stick oder sowas. Ich bin einfach so eine Katze, die nur Chaos stiftet. Ist ja echt schlimm mit mir. Da haben wir die Außenwelt. Schön immer die Möbel zerstören, finde ich gut. Aus irgendeinem Grund ist da ein Arm. Geht's hier hinein? Hey Doc, ich habe den Schlüssel zu dem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Neuer Gegenstand, Schlüssel. Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen, Jess, die Bibliothekarin. Ja, hat nicht so gut geholfen, denn haben wir ziemlich einfach gewunden. Ich mache das eigentlich nur, um zu schauen, ob da vielleicht irgendwo ein Buch versteckt ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Mal schauen, was hier drin ist. Ich bin gespannt. Notizbuch von Doc 3 von 4. Ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Doc zu gehören.
den Zauberstreifen auf Rezo und eine AG jetzt einen Kettung des Kammer gehabt und konnten das Leichen auf den Zauberstreifen. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Das sollten wir in der Lage sein, Damit sollten wir in der Lage sein, die Zugs auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Oh. In diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Steht? Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die gleiche. Ja, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es wird wahrscheinlich nützlich sein. Ja, wir sollten noch 1000 Mal zu Momo gehen. Danke dafür. Was ist das für eine komische Flasche? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben hier noch nicht doch alles gesehen. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier alles gesehen haben. Bringt mir das Wasser runter zu gehen. Ich glaube, die Dächer haben wir soweit. Da waren wir drauf. Hier. Da drüben. Da oben noch nicht. Da geht's zu Momo. Da drüben waren wir auch schon. Ich glaube, die Dächer haben wir soweit. Übersetzen. Ankündigung. Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Morusk. Okay, damit wissen wir schon mal, wo wir die Notenblätter hinbringen müssen. Wer bist du? Hallo. Oh. Na gut, kennt man auch von Katzen? Immer in den Weg stellen. Mit dir kann ich nicht reden, komischerweise. Komm schon. Komm, flieg die Treppe runter. Geht nicht. Gut. Noch eine Dose Energy Drink, bitte. Damit können wir ja etwas kaufen. Was auch immer das ist. RIP Humans. Ruht in Frieden, ihr Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich im Frieden? Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Wie fühlt es sich an, tot zu sein?
eine Frage, auf die kein Mensch, kein Lebewesen eine Antwort hat. Ich glaube, unser Unterbewusstsein wird schon irgendwie einfach noch weiterleben. Aber in welcher Art oder Form? Keine Ahnung. Okay, die Tür ist jetzt hier offen. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich... Ich putze wieder die Treppen meines Ladens. Hör auf, über meinem Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Ich geh dann mal rein, ist gut. Einen schönen Katzenpfoten hinterlassen. Warte, ich mach das Ganze auch ein bisschen schlimmer. Sorry, musste sein. Okay, hier bekommen wir eigentlich wahrscheinlich dieses Super Spirit her. Reinigungsmittel. Wie zum Teufel hat das alles Platz in meinem Rucksack? Super Spirit 100 Power. Diese Flasche Super Spiritus sieht sehr wertvoll aus. Bestimmt können wir sie mit jemandem tauschen. Und ich weiß schon mit wem. Und da gehen wir gleich mal hin, um zu schauen, was wir überhaupt da... Komm schon, das wäre die Gelegenheit. Katzen gehen doch auch gerne in solche Tumbler oder Waschmaschinen hinein. Ich spreche aus Erfahrung. Aber sonst gibt es hier auch nichts mehr. Nee. Ziemlich verärgert, wenn ich hier da durchlaufe. Hier konnte ich nichts machen. Okay, das hatten wir schon. Ah, das war die Bar. Hier oben waren die zwei. Sonst gibt es hier nichts mehr. Wir können auch noch mal kurz ein bisschen schmusen. Tür hier sieht halt auch sehr verdächtig aus, finde ich. Ich glaube, hier unten waren wir noch nicht. Gehen wir jetzt zuerst zum Verkäufer? Ja. Ein Notenblatt, ich spiele kein Instrument. Das sind die Symbole der Außenwäldler. Immer mit Momo soll ich sprechen. Nein, danke, ich habe keinen Durst. Ich wette, manche Leute würden für eine volle Flasche Super Spirit eine Menge bezahlen. Oh, wait. Mich alle anschauen. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier nach unten zum
Händler. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist es. Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. 3 Energy-Dosen. Ich habe, glaube ich, bloß 2. Musiknotenblatt. Eine Energy-Dose, das nehme ich gerne mit. Dann haben wir hier 5, 6, 2, 7. Bitte schön. Notenblatt 4 von 8. Das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein Super Spiritus Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Können wir dir auch anbieten, mein Freund? Stromkabel, das wird sicherlich noch wichtig sein. Das ist die Art von Kabel, nach der Oma gesucht hat, stimmt's? Welche Oma? Habe ich schon was vergessen? Kann gut sein. 4, 7, 2, 6, 5. So 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Dann fällt die 8 noch. 3 haben wir, 2 auch. Also 1 und 8, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich sehe es, ich sehe es, ich habe es gesehen. No! No, ich habe es versäumt. Ich habe meine einzige Chance versäumt. Diesen Ball einzulochen, ich hab's versäumt. Schade. Okay, jetzt habe ich ganz versäumt. Gut. Doof. Können wir da noch was machen? Gut. Dann mal kurz hier einen Abstecher machen in die Seitengasse. Gibt's hier was? Abgesehen von Müll. Und ein paar Sprungmöglichkeiten. Und was Interessantes da drüben. Eine Erinnerung. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganze eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Kann es sein, dass ich sehr viel von solchen Dingen übersehen habe. Kann das möglich sein? Ich frage bloß so für einen Freund. Zum Beispiel das da drüben, kann man das auch scannen? Nee. Das ist zu wenig schön. Ah,
Habe ich irgendwo schon was übersehen? Wahrscheinlich schon. Aber ich weiß gerade nicht wo. Da wie noch ein Automaten. Aber dann fehlt uns noch eine Dose. Und du bist der Gitarrenspieler. Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Morgen übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Hört sich echt schön an und passt in die Atmosphäre hinein.